Er ist klasse. Meine Damen und Herren, der Mann, der neben mir sitzt, ist ein echter Hamburger Jung. Er ist in Wilhelmsburg aufgewachsen, was nebenbei die größte besiedelte Innenstadtinsel ist. Neben, auf der Elbe übrigens. Auf der Elbe übrigens, neben Manhattan. Er ist verrückt nach Sport und Basketball. Er war Profispieler. Er hat mit Dirk Nowitzki gespielt in der deutschen Nationalmannschaft. Und heute ist er in Hamburg-Wilhelmsburg Sportdirektor der einzigen Hamburger Profi-Basketball-Mannschaft. Und er hat eine Mission. Ich habe nämlich auch keine Ahnung von Basketball. Ist das schön? Er hat eine Mission. Und wir freuen uns auf Marvin Willoughby. Yeah. Yeah. Aber, mein lieber Reinhold, ich habe null Ahnung von Basketball, aber eine Menge Ahnung von Wilhelmsburg, weil das ein geiler Stadtteil ist. So, seit 2 Jahren, wolltest du was sagen? Nein, ich nicht. Okay. Seit 2 Jahren spielen die Hamburg Towers. Das ist diese, ich wollte sagen, diese Band, aber es ist ja quasi, ist ja eine Mannschaft. In der zweithöchsten deutschen Basketballliga. Und bei den Heimspielen pilgern, das ist wirklich gelungen, pilgern Fans. Und zwar eben nicht nur aus Wilhelmsburg, sondern aus ganz Hamburg. Pilgern und feiern die Mannschaft. Und die Frage ist, das ist ein sehr beachtliches Phänomen, was Sie da geschafft haben. Wie haben Sie es geschafft? Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Es hat eine Weile gedauert. Ich glaube, es gibt in Wilhelmsburg noch andere Sachen, die ganz toll sind. Das Problem, was wir Hamburger oder die Hamburger so ein bisschen haben, ist, dass Wilhelmsburg in den letzten Jahrzehnten vielleicht so ein bisschen so ein weißer Fleck auf der Karte war. Also, ich erlebe es wirklich bei jedem Heimspiel, nicht bei jedem Heimspiel, aber sehr, sehr oft, dass Leute zu mir kommen und so völlig überrascht sind. Oh, das ist ja krass, toll bei euch und ist ja so nah. Und wir dachten, es dauert irgendwie Stunden nach Wilhelmsburg zu kommen. Wir sind 8 Minuten vom Hauptbahnhof, also wir sind zentraler als Eimsbüttel. Aber viele Leute. Eine Fährverbindung von den Landungsbrücken nach Wilhelmsburg, im Sommer zumindest. Ja, jetzt gibt es mittlerweile auch seit der ersten Überkasse, die da fährt. Ja, eben, man kann auch hin und man kommt hin, es geht. Es passiert einem auch nichts. Leider ist das ein bisschen in den Köpfen von vielen Menschen aufgrund des Images des Stadtteils. Ja. Der ist ja schon so ein bisschen historisch eigentlich, dass da so ein bisschen alles, was aus dem Hamburger Bild verschwinden sollte, auf die Insel geschickt wurde. Da ist das Image halt nicht so schön und wir können unseren Teil dazu beitragen, dass Leute ein anderes Bild des Stadtteils. Nur wenige wissen, dass die Schwarzwaldklinik dort gedreht wurde. Nämlich die gesamten Innenaufnahmen wurden dort gedreht in irgendeinem Krankenhaus. Die Außenaufnahmen wurden natürlich im Schwarzwald gedreht, das hilft, aber die Innenaufnahmen. So, wir zeigen jetzt mal in einer ehemaligen Blumenhalle von der Internationalen Gartenschau. Das wurde eine Sporthalle und wir zeigen jetzt mal ein paar Eindrücke, wie das da aussieht, wenn Hamburg pilgert gen Wilhelmsburg und sich in echte Lebensgefahr begibt. Also, ganz mutig. Das ist beeindruckend. Da sieht man, wie sie laufen. Wo laufen sie denn? Und da sieht man, wie sie spielen. Ja. Cool. Was unterscheidet denn die Hamburg Towers? Die heißen jetzt nicht, Barbara hat gefragt, heißen die Towers, weil es in Wilhelmsburg Türme gibt, aber weil ihr so groß seid wahrscheinlich, ne? Ja, da gibt es verschiedene Theorien und Geschichten zu. Kommt auch aufs Hamburger Wappen, da sind ja so ein bisschen Türme drauf. Ja, cool. Aber wenn man seinen Namen erklären muss, ist halt immer so dramatisch und wieder ein bisschen komisch. Was unterscheidet aber euch von anderen Basketballmannschaften? Ich glaube, uns unterscheidet erstmal unsere Geschichte so ein bisschen als Verein. Wir sind ja nicht so der klassische 1887 HSV, den es halt wirklich schon immer gibt, sondern wir sind sehr, sehr jung erstmal. Wir sind eigentlich entstanden, also die Profimannschaft ist daraus entstanden, dass wir jahrelang eigentlich eher Sozialarbeit und durch Leistungssport im Jugendbereich eigentlich Jugendliche motivieren wollten, dass das eigentlich jahrelang aufgebaut wurde. Wir dadurch in die Chance bekommen haben, auch eine Halle zu schaffen, weil das war sehr wichtig für uns, einen Ort zu schaffen, an dem wir praktisch Leistungssport und Sozialarbeit zusammenbringen können. Dass wir das halt jahrelang aufgebaut haben und dann eigentlich erst die Profimannschaft draufgesetzt haben. Und nicht andersrum, dass halt eine Profimannschaft in einem Verein entsteht und dann die Öffentlichkeitsabteilung und Marketingabteilung sagt, wir müssen noch mal ein bisschen irgendwie eine so Schul-AG machen oder ein bisschen Sozialarbeit tun, irgendwie ein paar Kindern über den Kopf streicheln, dann kommen mehr Leute und finden uns besser, sondern wir sind ein bisschen andersrum entstanden. Super, das heißt, man kann sogar sagen, dass die Profimannschaft, ich meine jetzt nicht despektierlich, sozusagen das Abfallprodukt einer Sozialarbeit ist. Ja, so ein bisschen. Das ist halt unsere Geschichte und die ist ein bisschen anders. Wir sind auch im anderen Stadtteil. Viele haben uns auch damals gesagt, da gab es wirklich auch welche, die mit uns angefangen haben, dass es auf gar keinen Fall funktionieren wird, dass du in so einem Stadtteil das machst. Wir müssen irgendwie gerade da. Ich meine, die Sozialarbeit funktioniert auch in anderen Stadtteilen, in Blankenese. Also wir beschäftigen uns viel mit Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport, weil Jugendliche halt
in der Regel motivierter sind, wenn sie Musik, wenn sie es cool finden, hören sie besser zu. Wenn sie Sport cool finden, dann hören sie besser zu, weil sie es wollen. Und wenn man das schafft, sie die Aufmerksamkeit und auf Augenhöhe die Aufmerksamkeit von denen zu kriegen, dann kann man denen halt auch vermitteln, dass man auch gut rüberkommt, wenn man vernünftig Hallo sagt und Tschüss sagt und höflich ist, als kleinstes Beispiel irgendwie. Das ist halt schon ein Erfolg in der Sozialarbeit, wenn man das hinkriegt. Und was ich übrigens in Amerika immer so schön finde, dass die Menschen so höflich sind, weil sie in Amerika waren. Ich glaube, Reinhold kann da auch ordentlich mitreden, weil du mit deinem, mit deiner Organisation Nestwerk ja genau das machst. Also ihr benutzt auch Sport und sportliche Aktivität als Katalysator und als um Dinge zu... Ja. Ja, Marvin und ich arbeiten da quasi auch ein bisschen eng zusammen. Wir sind schon seit 15 Jahren in Kirchdorf Süd, was ja auch Wilhelmsburg letztendlich ist. Wir kennen die Struktur dieses Ortsteils ganz genau. Wir arbeiten mit den Schulen direkt zusammen, haben zwei Musikbusse, die da unterwegs sind, haben verschiedene Sportaktivitäten. Aber das, was Marvin da jetzt noch mal kreiert hat in den letzten Jahren mit dem Basketballteam, das hat noch mal eine ganz andere Dimension. Ich bin ganz froh, dass ihr euch entschieden habt, nicht dieses Angebot anzunehmen, jetzt in die große Barclays oder die Card Arena hier in Hamburg zu gehen, sondern ihr bleibt in Wilhelmsburg und habt das Angebot abgelehnt. Das finde ich sehr, sehr gut. Ihr bleibt zu Hause. Mit einem Aber ich muss dazu vielleicht sagen, dass halt ja, Medien und Presse, das Angebot gab es nie. Es würde abgelohnt werden, aber es gab es nie. Und weil es auch ganz logisch aber es ist, stand dass quasi es, macht gar, es macht ja auch macht gar keinen Sinn mit dem, was wir da aufgebaut haben. Und es ist ja wirklich ein Stadtentwicklungsprojekt. So ein bisschen, ne? Haben einige versucht, diesen Sprung über die Elbe. Und ich glaube, wir können dazu beitragen. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn wir jetzt nach zwei Jahren, wo wir so ein bisschen gerade auf der Bildfläche erschienen sind, irgendwie dann schon in eine 12.000-Mann-Arena gehen, wo wir 6.000 Tickets verschenken müssen. Also das macht ja keinen Sinn. Sie sind in Wilhelmsburg geboren. Wie haben Sie den Stadtteil als Kind erlebt und wie nehmen Sie ihn heute wahr? Naja, eigentlich so die klassische Migrations- Hintergrundgeschichte, im schwierigen Stadtteil in der Großstadt, alleinerziehende Mutter und Situation, wie sie halt ist, alles nicht leicht. Und deswegen wächst man eigentlich so auf, wenn man dann auch so mit Hip-Hop und dem urbanen Leben aufwächst, mit ich muss hier irgendwie raus und in die Welt. Und der Sport hat mir die Möglichkeit gegeben. Ich konnte die Welt sehen, konnte Geld verdienen, konnte mein Selbstbewusstsein aufbauen und sitze jetzt hier durch Sport irgendwie. Und deswegen war halt erst so ein bisschen... Nee, Sie sitzen hier nicht durch Sport, Sie sitzen durch ein wahnsinnig beeindruckendes soziales und bürgerliches Engagement. Das würde jetzt... Das würde ich sagen, das eigentlich, aber wenn ich das nur eben einschieben darf, Sie wollten raus und Sie haben es bis in die Nationalmannschaft geschafft. Sie haben es geschafft bis in die Mannschaft, wo Dirk Nowitzki spielte. Haben Sie das sich auch mal erträumt in der NBA, in der amerikanischen, wie heißt das, National Basketball Association zu spielen? Ja, klar, wie jeder Junge, der irgendwie Basketball spielt und ein bisschen Erfolg hat und da hochkommt, habe ich davon geträumt, durfte auch mal im Sommer. Das nennt sich Summer League, das sind so die Sommermannschaften, wo man so ein bisschen vorspielt. Das war natürlich alles im Schatten von Dirk, weil der da seinen Weg gegangen ist und eine unglaubliche Karriere. Und unvorstellbar für uns alle gewesen, dass er das so schafft. Und im Dunstkreis konnten wir da mal mit und uns das alles angucken. Ich war auf gar keinen Fall gut genug, um da mitzuspielen. Ich würde es gerne jetzt erzählen, aber es war leider nicht so. ich habe auch in Europa eine ganz tolle Karriere gehabt für mich. Habe ganz viel erlebt, musste leider sehr, sehr früh aufhören, aber habe alles mal sehen können, reinschnuppern können, habe aber auch lernen müssen, damit umzugehen, dass das von einem auf den anderen Tag zu Ende ist und was dann so passiert. Ne? Was mich berührt hat, weil ich auch Kind, alleinerziehende Mutter bin, dass Sie... Sind Sie alleinerziehende Mutter? Nein, ich bin alleinerziehende Mutter, genau. Nein, aber man hat als Sohn, der, sagen wir mal, aus nicht so toll finanziellen Verhältnissen kommt, ein anderes Verhältnis zu einer Mutter. Und ich finde, fand es berührend, dass Sie auch Ihre Mutter aus dem Stadtteil haben rausholen wollen und auch rausgeholt haben. Oder ist das falsch? Die hat sich selbst da rausgeholt. Die ist top. Die arbeitet ihr ganzes Leben und dann geht jetzt endlich irgendwann in Rente. Ist also so eine typische, auch Ost-, aber Westmutti, von der ich gelernt habe, dass man, also ich kann mich an eine Woche erinnern oder zwei vielleicht in der Zeit, wo die nicht gearbeitet hat, wo es aber gerade zwischen Jobs war und bin zwischen Menschen aufgewachsen, die vielleicht zwei Wochen ihres Lebens gearbeitet haben. sie war natürlich immer mein Vorbild dahin und hat mir gezeigt, dass man arbeiten musste, dass man investieren muss und dass, egal ob es nun erfolgreich oder auf der Bühne oder nicht ist, so dass wenn man etwas macht, dann soll man es richtig machen. Guckt sie jetzt zu? Ja, sie müsste noch wach sein. Sie kann es anrichten heute Abend. Wenn man an sie denkt, man muss doch zupfen. Ja, wir müssen sie alle aufrechnen. Habt ihr auch ein Zeichen ausgemacht? Nein. Ich
Gut. Küss dich, Mama. Und das ist noch mehr. Hab dich ganz lieb. Ja, das macht man ja viel zu selten leider. Ja, genau. Andererseits muss ich auch dazu sagen, jetzt wirklich, also ja. Mein Vater gibt es auch und der hat zwar nicht mit uns gelebt, aber der ist auch ganz toll, der ist seinen Weg gegangen. Aber in der Zeit waren wir mal ein bisschen alleine mit Mama und meiner Schwester. Würden Sie sagen, dass durch Ihre Arbeit, Ihre Sportarbeit, wirklich schon eine Veränderung in Wilhelmsburg stattgefunden hat? Ist das ein sehr langer Weg oder gehen Sie manchmal durch die Stadt und sagen, durch den Stadtteil und sagen, das ist jetzt so toll und so schön schon, das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das was... Ja, ich laufe den ganzen Tag durch Wilhelmsburg und feiere mich selbst, dass ich das alles hier gemacht habe. Also als erstes, was mich überstört hat... Ich habe nicht gefragt, ob Sie sich selber feiern. Ich habe gefragt, ob es stille Momente des Glückes gibt. Nein, das ist, das ist sehr schwierig für mich. Ich habe Momente in der Zeit gehabt und ich bin ja nicht alleine. Besonders mit meinem Kollegen Jan Fischer, mit dem ich das wirklich vom ersten Tag mache. Ich sitze natürlich jetzt hier, aber stellvertretend natürlich für einige. Das kann man auf gar keinen Fall allein machen, was wir da alles machen. Habe ich natürlich Momente gehabt, wo ich wirklich glücklich war. So, wenn man die Halle sieht, da gab es ja mal ein Baufeld. Und als dann wirklich da wirklich nur Sand war und nichts war, und ich weiß, was davor war in Wilhelmsburg, das war so ein Parkplatz, an den LKW standen, wo Sachen passieren, an Parkplätzen, wo LKW stehen. Ja. So, und wenn da auf einmal dann nichts mehr ist und rumgebaggert wird und wirklich ein Bagger von A nach B fährt und du realisierst, der macht das jetzt, also nicht für mich, aber für uns. Ja. Da wird jetzt wirklich die Idee, die wir jahrelang hatten, umgesetzt. Da war schon so ein kleiner Moment, wo dann so eine Träne kullert, man glücklich ist. Aber seitdem ist so viel Arbeit und so viel passiert, dass meine Frau mir immer sagt, du musst dich mal hinsetzen und das auch mal genießen, aber man schafft es halt nicht, weil die Arbeit auch so groß ist. In Hamburg, in der Sportlandschaft ist gerade echt keine so gute Stimmung und es ist sehr, sehr schwer, Profisport am Leben zu halten in Hamburg. Es ist wirklich sehr schwer. Leider gibt es da nicht sehr, sehr viel Unterstützung in Hamburg. Und man muss so hart arbeiten. Von politischer Seite, meinst du? Oh, politisch, die Industrie, die Leute, die es könnten, die Leute, die sich sagen, so, ich unterstütze was, weil ich die Möglichkeit habe, die gibt es ja in Hamburg zu Genüge. Und jetzt will ich die gar nicht irgendwie jetzt so hinstellen. Aber die Situation ist aber einfach sehr, sehr schwierig. Und Leistungssport ist natürlich irgendwie immer was Exklusives, aber es ist halt sehr, sehr wichtig, auch im Breitensport und um Menschen zu motivieren, um die Stadt auch zu repräsentieren, um eine Stadt zu entwickeln. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und im Moment ist so gerade, vielleicht ist das ein bisschen, sorry, der Fußball, das so Leistungssport, so fast schon so ein bisschen, das ist alles zu viel, die kriegen alle Millionen und es ist ja bei allen anderen Sportarten alles andere als das. Ja. Marvin, das ist ein Riesenproblem. Es wird zu viel Geld verdient im Fußball, das ist einfach so. Und jetzt ist... Also vielleicht eine werbliche Botschaft. Wilhelmsburg ist der einzige Stadtteil, den ich kenne, der einen sehr schönen Buchladen hat, wo es einen Wilhelmsburger Schnaps gibt. Das macht man, so, das sei nur gesagt. Das mag nicht der Grund sein, aber vielleicht auch ein Grund. Sie leben mit Ihrer Frau und Ihrem Kind wieder in Wilhelmsburg. Mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern mittlerweile. Wieder in Wilhelmsburg. Das geht ja alles ein Tempo. So. Ja, das ist so. Komm hingesetzt. Ich habe das Gefühl... Ich habe jetzt mal einen freien Schnaps da? Ja, ich kaufe ein Buch und kriege einen Schnaps. Aber ich finde das eine ganz schöne... Aber das war, wie soll ich sagen, ein Bekenntnis. Ich ziehe da wieder hin oder war Ihre Frau schwer zu überzeugen? Nee, die war erstmal gut davon zu überzeugen, weil ich näher an meinem Job lebe und sehr viel Zeit halt mit Arbeit verbringe. Verstehe. Sehr, sehr viel Zeit im Moment mit Arbeit verbringe und dann mir wenigstens die Fahrzeit. Ich bin erstmal nach Hamburg gezogen, als ich nach Hamburg zurückkam damals, also in die Stadt rein. Natürlich wollte ich zurück nach Hause, in die Heimat und so meine Generation jetzt wieder von den ganzen mit Migrationshintergrund, die dort leben, die ja Deutsche sind, wir sind Hamburger, wir sind Wilhelmsburger, haben Ähnliches durchgemacht sozusagen, sind irgendwie erstmal alle raus und irgendwie kommen wir alle gerade zurück und finden das ganz toll, dass wir da zusammen leben und stören einige Sachen, wie sie sind in Wilhelmsburg und hoffen, dass es halt noch schöner wird. Um mit meiner Kompetenz noch einmal zu punkten, ihr habt die Bundesliga beendet auf Platz 8. Ich wusste es. Aber hier steht 8. Hier steht 8. Die Redaktion, wollte mich jetzt vermerken. Also, ich wusste das natürlich. Das ist auf Platz 5. Nein, man muss nicht das gut dastehen lassen. Aber gibt es noch mehr Ambitionen? Also, seid ihr froh, dass ihr da im Mittelsegment seid? Oder, also,
Na, das ist ja so eine Frage, die ich selbst oft gestellt kriege. Also ich so dargestellt werde, ja, als wenn ich nicht in die erste Liga wollen würde. Ich möchte natürlich in die erste Liga. Ich bin ehrgeizig und alle um mich rum sind ehrgeizig. Wir wollen das, aber wir haben halt so viel da dran hängen. Wir haben ein Büro über uns, die zwei Stockwerke. Da wohnen 11 Jugendliche im betreuten Wohnen. In der Halle sind Projekte, offene Sportangebote, Sportangebote für Flüchtlinge etc. etc. Wenn wir jetzt irgendwie den schnellen Erfolg in die erste Liga irgendwie rein, nicht wirklich die Partner haben, um das zu machen und nach 2 Jahren verschuldet sind oder jedes Spiel mit 80 Punkten verlieren, dann ist das Ganze ganz schnell wieder kaputt. Und die Verantwortung aufgrund unserer Geschichte ist einfach zu groß, um jetzt irgendwie den schnellen Erfolg zu suchen. Sondern wir müssen gucken, dass wir nachhaltig, vernünftig arbeiten, dass das nicht so schnell wie möglich geht, sondern so lange wie möglich Willensburg oder ein Willensburger sagen kann, ich komme aus Willensburg, da wo die geile Bundesliga-Mannschaft ist. Satz 1, liebe Zuschauer, fahrt mal nach Willensburg. Ja. Satz 2, guckt euch ein Heimspiel an. Satz 3, ich habe enormen Respekt vor Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Marvin Willoughby.